namenloses Opfer. Mehrere Tage nach dem Fund der Leiche ohne Kopf und Beine bei Mühltal ist die Identität des Mannes weiterhin ungeklärt. Wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Montag mitteilte, will man im Laufe der Woche aber zumindest klären, wie lange der Tote schon in der Waldschneise bei Mühltal gelegen habe. Untersuchungen haben zudem ergeben, dass versucht wurde, den Leichnam anzuzünden. Vom Kopf und den Beinen fehlt weiterhin jede Spur. 2003 wurde in der Nähe des Fundortes schon einmal eine Leiche mit abgetrenntem Kopf entdeckt. Der Täter konnte damals allerdings ermittelt werden und erhielt eine Haftstrafe von 8 Jahren.